Ja, wunderschönes Teil, also mit dem Fischfeuertopf zum Beginn. Das hat mich jetzt auch selbst überrascht, also gefällt mir persönlich sehr gut. Da machen wir doch gleich weiter mit der 41, also nur um es mal zu sagen, wir haben unsere Vorschießliste, wie Sie sehen können, bis zur Nummer 63. Dann haben wir ja das Glück, dass die Firma Evolution Fireworks aus Holland heute den Weg zu uns gefunden hat. Also die haben auch noch grob einen Bus voller Batterien für euch dabei. Die schießen wir auch noch direkt im Anschluss. Und dann lassen wir es mit unserem Abschlussfeuerwerk dieses Mal richtig heftig krachen. Also da werden wir auf der Vorführung vom Dezember nochmal richtig einen draufpacken. Deswegen geben wir jetzt ein kleines bisschen Gas. Ich erzähle zu den Batterien jetzt einfach nicht mehr so viel. Die 41, die Taran von Triplex für 18,95. Die Freunde von meinem Kumpel, keinen Salut machen. Große Pause weiter, die Nummer 42, die No Limit, 19 Schuss aus dem Hause Explode für 19,95. Das war die 42 No Limit von Explode. Und ich denke, für alle, die auf Blinker stehen, haben wir jetzt mit der Position 43, der Toschbüro 32, genau das Richtige. 25 Schuss Blinkstern-Bouquets, Medaillensternen, ebenfalls für 19,95. Super Farben, ey. Ja, die Farben haben mich echt überzeugt. Also da können wir von ausgehen, dass die Nummer 44, die Toschbüro 39, da auch nicht schlechter wird. Ebenfalls für 19,95. Dieses Mal wieder Blindstern-Bouquets, dieses Mal aber mit blauen Dahliensternen. Viel Spaß. Also wenn wir schon bei Blindstern-Bouquets sind, dann machen wir doch gleich weiter. Jetzt haben wir zwei schöne Blinker-Batterien gesehen von Toschbüro und machen jetzt weiter mit der Sigra Fire, die Nummer 45 von Geisha aus Holland, 19 Schuss, wunderschöne Blindstern-Bouquets, ebenfalls 19,95.
Flyer von Geischer. Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsbatterien, The Gambler, ebenfalls von Geischer, 19 Schuss. Also das ist ein Teil für alle, die auf Gold stehen, die kommen da voll auf ihre Kosten. Wir haben einen goldenen Feuertopf, der sich bis oben zieht und dann so echt schönen goldenen Bouquets mit roten Spitzen. Ebenfalls 19,95 Euro. Von Geischer. Und wenn wir schon bei Geischer sind, machen wir mit der Nummer 47 weiter. Die Ambush von Geischer. 36 Schuss, da gibt es richtig was auf die Ohren. Das sind Heuler mit Bouquets, also es ist einfach mal was ganz anderes. Ebenfalls 1995. Uns macht die Kiste echt richtig Fun. Genießt es. Von Geischer, also mir macht sie immer wieder Spaß. Und die nächste Batterie ist auch so eine, die mir richtig Fun macht. Das ist die Nummer 48, die Phantom. 25 Schuss XXL Batterie von Triple X. Eine schöne Mix-Batterie für 22,95. Und wie man das von Triple X gewohnt ist, immer mit ordentlich Rums dahinter. Von Triple X, die Nummer 48. Dann machen wir gleich weiter mit der 49 Scar. 20 Schuss, 500 Gramm NEM, also alles was möglich ist. Die holen aus jedem Schuss alles raus. Fischeffekt Feuertöpfe. Wir haben ein silbernes verzerrtes Zentrum und orangene Blinker. Das Ganze mitten im Finale für 23,95. Von Geischer. Jetzt kommt wahrscheinlich die heftigste Kiste mit Popping Flowers, die ihr euch kaufen könnt. Die Venombox ebenfalls von Geischer, 30 mm Kaliber, 500 Gramm NEM aus 20 Schuss, hat einen Crackling Feuertopf und das Bouquet sind Popping Flowers, also bis jetzt die größten, die wir jemals in F2 gesehen haben, ebenfalls für 23,95.
Glück. Venenbox von Geischer, die Nummer 50 für 23,95. Dann machen wir gleich weiter, ebenfalls wieder Geischer. Für uns auch ein komplett neuer Eindruck, also wir haben sie noch nie gesehen. Die Rebel, wieder 20 Schuss, 500 Gramm LEM. Ja, lasst euch einfach überraschen, 24,95, viel Spaß. Da hat jetzt jemand aus Versehen das Skeleton angezündet. Also wir haben die Nummer 57, das Skeleton. Nummer 57, der Skeleton. Dina, findet ihr die Rebel, die 51? Warte mal. Die müsste so lila sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warte mal. Gleiche Bauart wie die Venombox. Tja, warte mal. Ich glaube, der ist ja gar nicht. Die ist da, die habe ich höchstpersönlich gesichert. Warte mal. Rebel, ja, da ist sie. Rebel Aster, also 51 Rebel, 24,95. Jetzt hat. Das war jetzt endlich die Rebel. Dann machen wir gleich weiter mit der 52. Das ist eine Neuheit von GAU. Die FET 36S. Das bedeutet also, es sind immer Dreiersalben geschossen in einem, also in einem großen Rohr zusammengefasst. Wir wollen es uns einfach mal anschauen, selbst noch nie gesehen. Ich würde sagen, Dieter, schür die Kiste mal an. Ich bin gespannt. Das war die FET 36S von GAU. Jetzt kommt auch ein richtig schöner Artikel, die Nummer 53. Das ist die Toshpuro 23. Also das Teil ist wirklich riesig. Ich habe es selbst noch nie gehört. Also ist auch für uns eine Neuheit. Es soll angeblich verdammt laute Heuler sein für 27,95. Ich möchte mich einfach mal überraschen lassen. Oh, jetzt haben wir den ersten Fächercake von GAU. Ja, die Amsterdam, ich erzähle gar nichts dazu. 29,95, die letztes Jahr GAU von uns hatten, wissen, was sie erwartet. Also genießt es einfach. Amsterdam von GAU. Ich finde, das ist immer wieder ein Genuss. Jetzt kommt die 55, die Time Trap von Xplode. Das ist ein 53 Schuss Komplettfeuerwerk.
Feuertöpfe, Blinksterne und viel mehr. 32,95. Auch wieder für uns. Absolute Neuheit. Ich bin wirklich gespannt. Viel Spaß.